wunderbarer Tag, ein herrlicher Tag und ein wunderbarer Abschluss, würde ich einmal sagen, für das Kinderfest oder beziehungsweise für die Kinderferienaktion. Ja, das ist so. Wir haben immer eine große Ferienaktion mit ganz vielen Aktivitäten für die Kinder und wir versuchen für alle Bereiche etwas aufzubereiten. Bewundern kann man zum Beispiel hinten auch die Bemalung, die neu erfolgt ist, muss natürlich noch fertig erfolgen, die auch in einem Workshop mit den Kindern passiert ist. Das war auch eine der Ferienaktionen. Wir haben sehr viele Vereine eingebunden. Wir freuen uns, dass die alle mitmachen und uns unterstützen bei dieser Ferienaktion mit verschiedensten Aktivitäten und es wird gerne angenommen. Kino ist dabei, wir haben auch immer Theater an Fäden, das ist der Herr Grausam, der ja auch in Deutsch-Wagram wohnhaft ist, aber auch alle, zum Beispiel ein Blaulichttag, alle macht Feuerwehr, Rettung, Polizei machen da mit. Das ist ein ganz besonderes Spektakel auch, das die Kinder sehr lieben. Manchmal ist auch ein Hubschrauber vor Ort dann. Die Kinder nützen das natürlich oder die Eltern nützen das für die Besichtigung der Fahrzeuge. Bei der Feuerwehr kann man dann mitfahren. Und so läuft das jedes Jahr, die ganzen Ferien durch. Und am Ende haben wir immer eine große Abschlussveranstaltung. Und diese Abschlussveranstaltung machen wir immer auf der Koxler. Das ist einer unserer größten Spielplätze hier in Deutsch-Wagram und wir freuen uns, dass es so gut angenommen wurde oder wieder so gut angenommen wird, trotz der Hitze heute. Heute bräuchte man fast ein Schwimmbad, genau. Das wir hier nicht haben, aber sonst haben wir fast alles vor Ort. Auch hier wiederum die Rettung mit dabei. Wir haben die Bonnis, wir haben eine Hüpfburg. Wir haben die Naturfreunde, die uns immer unterstützen, Luftballons, Kinderschminken. Wir versuchen immer verschiedenste Aktivitäten eben auch hier einzubauen. Und natürlich die Stärkung, Getränke, Würstel, Eis gibt es für die Kinder. Und ja, die Eltern nützen das auch zum Treffen hier. Ich denke, das ist eine schöne Sache. Ein wunderschöner Sommerausgang, kann man sagen, weil jetzt kommt ja bald der Herbst, ob wir wollen oder nicht. Und ja, man sieht, die Kinder sind voll bei der Sache.